Hallo und willkommen zurück bei einem nächsten Part von Taut. Und ja, ich habe gerade mitgekriegt gehabt, ich habe im letzten Part am Ende die Maus im Bild gehabt. But who cares? warum ich jetzt eigentlich speichere? Ich habe keine Ahnung. Aber ich mach's einfach mal. So, ja, das Spiel hat ja, wie wir wissen. Da war gerade die Stimme weg. Wie wir wissen, hat das Spiel ja verschiedene Enden. Und ja. Welches Ende wir erreichen, welches Hauptende, entscheidet sich jetzt eigentlich im Prinzip hier. Wenn ich dieser Straße folge, komme ich aus der Stadt heraus. Jo, in der Richtung ist nämlich ein Ende. Mama. Aus der Stadt fliehen? Ja. So, und nämlich in dieser Richtung ist das erste Ende, was ich jetzt auch machen werde. Danach gibt es noch zwei andere Wege, zwei andere Hauptwege. Und die gehen wir dann natürlich später auch noch. Sozusagen 100% Run. Ja, irgendwie ist es ziemlich neblig und still draußen. Und ziemlich gerade. Und wir laufen ziemlich langsam. Jetzt gerade immer nicht. Ich dachte, das liegt eine Aufnahme oder sowas. Ich hatte das schneller in Erinnerung. Eine Tür mitten im Nichts. Wie in Silent Hill. Ich habe den Hausschlüssel benutzt. Macht total Sinn. Ich probiere natürlich immer meinen Hausschlüssel an random Türen aus. Das ist nicht normal. Auf, raus. Home sweet home. Wir haben Ende Nummer 1 erreicht. Yeah. Mit Silent Hill Musik, glaube ich. Oder so, wahrscheinlich Silent Hill, weil Lieder zum Musikkenntnis aus Silent Hills. Yeah. Cowboy Style irgendwas. Von Cowboy Style. Dem Spielende. Again. Das ist halt Murmeltier-Tar. Taut. Just another Silent Hillish game. Hey, den kenne ich irgendwo, ja? Dear Sharon. Okay. 2005, 2006 und 2007? Nehme ich mal an. Oder war das 5.6. 2007 oder 6. 5. 2007? Who knows? Who knows? So. Ja, damit haben wir Ende Nummer 1 erreicht. Genau deswegen habe ich wahrscheinlich auch gespeichert. Wobei ich eigentlich schon vorher gespeichert habe, aber das ist ja erstmal nebensächlich. So, dann sehen wir doch mal nach, was oben so ist. Und zwar gehen wir in den Park, würde ich sagen. Das ist meiner Meinung nach der zweitunspektakulärste Weg. Also der ist schon spannender, aber ich meine... Jetzt von allen drei ist es für mich der zweitbeste Weg, würde ich sagen. Können wir eigentlich weiterlaufen? Ne, hier ist eine unsichtbare Barriere, die uns nicht weiterbringt. Ach du Heilige, schon wieder Nebel. So. Noch ist es eigentlich ziemlich ruhig. Noch. Ein Mädchen auf dem Geländer.
Wir starren auf das Stöfchen im Meer. Das Wasser ist heute sehr ruhig. Achso, das hat sie gesagt. Das Wasser ist heute sehr ruhig, nicht wahr? Ja. Warum bist du hier? Dieser Ort hat so eine beruhigende Wirkung. Auf gewisse Weise fühle ich mich hier geborgen. So als würden all meine Probleme nicht mehr zählen. Und ich könnte um Vergebung bitten. Für meine Fehler. In dieser Stadt gibt es nicht viele solche Orte. Wie heißt du? Ich. Judith. An dieser Stelle grüße ich übrigens Judith. Stoß ins Wasser. Meine Mutter gab mir den Namen Sophie. Das ist ein sehr schöner Name. Wieso bist du hier? So ganz allein, meine ich. Jetzt bin ich doch nicht mehr allein. Jetzt nicht mehr. Wünschst du dir das nicht auch? Nicht mehr allein zu sein? Nur sind jetzt alle verschwunden. Wie in Silent Hill. Der Saal wird völlig leer sein. Und Mama wird sehr traurig darüber sein, dass mich dann keiner mehr sehen kann. Bei meinem großen Auftritt. Ich habe so hart dafür trainiert. Ich kann Mama doch nicht enttäuschen. Wo ist deine Mama nicht auch verschwunden? Weißt du, warum alle weg sind? Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht liegt am Sonnenausverkauf. Vielleicht ist es ja sein Wille. Oh Gott, Christen. Es sind Christen. Und vielleicht ist es unsere Strafe. Und der Preis, den wir zahlen müssen. Asphaltos. Judith. Wie wäre es? Wie wäre es, wenn du... Ich meine, könntest du nicht vielleicht zu meinem Auftritt da sein? Gern. Ich werde da sein. Wann und wo? Da ist noch etwas, was ich dir sagen muss. Es geht um deine Mutter. Was? Was ist mit ihr? Sie hat Super AIDS. Sie ist im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Er hat es ihr angetan. Was? Wer? Na, er. Das weißt du doch. Er, der Teufel. Und wenn man vom Teufel spricht... Mama. Kommt schon mal Mama. Damit haben wir eigentlich jetzt sogar den Namen unserer Protagonistin erfahren. Was natürlich ziemlich vom Vorteil ist, wenn man die Geschichte vielleicht verstehen möchte. So, und damit laufen wir eigentlich weiter diesen Park entlang. Diesen nebligen, verschneiten Park. Klack, 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 klack.
Yo, es gibt irgendwie gerade nicht so viel zu erzählen. Außer, dass schon wieder eine Nebelüberbände kommt. Achso, ich bin gerade oben. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Was ist das? Was ist was? Das ist eine Straße. Ach, da kommt irgendwas öfter ran. Ist normal. Oh, jetzt geht's immer noch gut. Die verträgt ganz schön viel. Wobei ja noch nicht so viel passiert ist. Ist er... Nein, er schläft nur. Er ist tot. So viel Blut. Wurde er erstochen? Vielleicht. Ich frage mich, ob sich der Mörder hier noch irgendwo herumtreibt. Er hält etwas in den Händen. Ich habe einen blutigen Schlüssel erhalten. Damit kann ich bestimmt Blut öffnen. Nein, ich kann damit gleich irgendeine Tür öffnen. Ich habe den blutigen Schlüssel benutzt. Boah, das ist gut geraten. Ich wusste nicht, welche Tür. Ist das nicht Hausfriedensbruch? Der Koffer ist mit einem Zahlenschloss versehen. Wie soll ich die Zahlen drehen? Ah, das wäre zu einfach gewesen. Das war wohl nicht richtig. You don't say. Ein gewöhnlicher Schreibtisch. Sieht so aus, als wäre er lange nicht benutzt worden. Da liegt ein kleiner Abriss. Er ist ein Glücksfang. Entwickelt sich hervorragend. Die nächste Prüfung steht schon bereit. Bald ist er offizielles Mitglied unseres Clubs. Seine Frau könnte Schwierigkeiten machen. Aber lassen wir uns davon nicht beirren. Er wird uns große Dienste leisten. Oho, dieser Typ, der hier gewohnt hat, hat eine Frau. Das heißt, er ist nicht schwul. Ein seltsames Getränk steht im Regal. Das rühre ich besser nicht an. In den Kästen befinden sich verschiedene Ordner mit Schulmaterialien. Ist es vielleicht ein Lehrer? Ein paar kleine Ballettschuhe. Wohnt hier vielleicht Sophie? Das Schloss ist wohl kaputt, ich kann sie nicht öffnen. Warum sind in Horrorspielen die Türen immer kaputt oder verklemmt oder verschlossen? Eine Vitrine mit glänzenden Gläsern und poliertem Silber. Verschiedene Romane. Es steht etwas hervor. Calls. Auf der Rückseite steht, sie war gerade einmal 18. Angeklagt für ihre Mittäterschaft in 15 nachgewiesenen Morden, war sie bis dato die jüngste Frau, die in Amerika jemals zu Tode verurteilt wurde. 1815. Ist es das, was der Koffer von uns möchte? Wir haben 4 Stellen. 18 und 15. Das würde passen. Zack. Und es war richtig. Ein seltsames, eingetütetes, weißes Pulver befindet sich in dem Koffer. Ich rühre es besser nicht an. Ach, das ist doch nur Zucker. Da ist noch eine Namensliste. J. Surrey, J. Gordon, M. Kaufmann, S. Milgan, T. Moore, C. Wolf, M. Bell, A. Nelly. Was zur... Wieso steht da Nelly? Oder Nelly, oder wie spricht man es eigentlich aus? Neely, sag ich einfach mal. Okay, ja, okay, nein, das will ich nicht nochmal. Das haben wir gerade gelesen. Ja, das habe ich schon, das habe ich schon. Okay, ja, haben wir verstanden. okay, aber wir haben uns eigentlich noch nicht ganz umgesehen. Die Vorhänge sind zu.
Vielleicht ist es auch besser, vielleicht gehen Geister nicht durch Vorhänge. Ein Fernsehgerät, davon habe ich vorerst genug. Wieso denn? Unbeschriftete Videokassetten sind in den Kästen verstaut. Was da drauf wohl zu sehen ist? Etliche Zigarettenstummel. Eine unbeschriftete Videokassette liegt auf dem Tisch. Die Bänder wurden herausgerissen. Die Kassette macht ein klapperndes Geräusch. Etwas scheint darin zu stecken. Die Kassette aufbrechen? Aber das ist eine Videokassette, die ist so wertvoll. Da ist etwas. Ich habe einen Drehstift. Ja, und was wir mit dem Drehstift machen, das erfahrt ihr erst in der nächsten Episode. Tut, tut. Und ich würde sagen, bis dahin, tschüss, euer Titan Zorn.